So, Xio hier zurück mit Kingdom Hearts 3. Im letzten Part sind wir hier im Galaxy Toy Store angekommen und haben das erste Mal mit den Gigas gekämpft. Ja, und jetzt schauen wir uns hier mal um, damit wir die anderen Spielzeuge finden können. Da gehen wir jetzt mal auf die nächste Ebene nach oben. Ich glaube, da drin müsste auch ein Item oder eine Karte oder sowas sein. Also wir können zum Beispiel... Ach, die habe ich schon eingesammelt. Wir können, um nach oben zu gehen, können wir tatsächlich entweder die Gigas oder ja, hier diese Schienen nutzen. Die rote Ebene ist die erste und die schauen wir uns als nächstes an. Okay, und da haben wir auch noch ein paar, noch hier so ein Giga und den sollten wir dann auch gleich mal ordentlich eine reinwirken. Möglichst Distanz zu ihm halten. Ah ja, okay. Weil ganz ehrlich, ich möchte nicht so gern näher an ihn rangehen. Boah, da ballert er einfach mal die... Hier seine Bomben auf uns. Bomben. Ach Gott, das macht echt viel Schaden. Und auf der anderen Seite machen wir halt gar nicht mal so viel Schaden, ne? Noch ein bisschen Wassermagie hinterher. Oh, die Teamattacke mit Woody und Buzz zusammen. Gott, ich bin schon fast down. Eieiei. So. Die finde ich tatsächlich ganz lustig, die Attacke. Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinfliege. Vor allem hier die Stimme von Woody und Buzz immer, Ball von Buzz immer in der dazwischen drin. Aha, 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 aha. So, mal zwischendrin durchheilen. Was habe ich? Doppelarmbrust. Aktivieren wir die noch ganz schnell. So. Oh, damit die Second Form. Okay. Mal alles ein bisschen noch Vorrat. Und wir nehmen mal den Giga hier mit. Ich glaube, da müssen wir jetzt rein. Na? Oh Gott. Na, 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 so nicht. Auf den Boden, du Sack. Ja, gegen Gigas außerhalb von einem Giga zu kämpfen, ist ein bisschen... nicht ganz so geil, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, also in der Welt vor allem sollte man schon echt die Gigas benutzen. Ah nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur den Schleudersitz. Ja, das ist gerade eine coole Interaktion. Denied, Donald. Okay. Weiß nicht, ob ihr euch an diese Mushroom 13 aus Kingdom Hearts 2 erinnern könnt. Also diese... Solange es nur Goofy sagt, dass es hier Zutaten gibt. Ja, diese Mushroom 13 aus Kingdom Hearts 2, das waren ja so spezielle Herzlose, bei denen man Minispiele machen konnte, im Prinzip. Und die gibt es hier auch wieder. Nur ist es hier ein bisschen anders. Und zwar schauen die so aus. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt, wie die genau hier heißen. Und das machen wir einfach gleich mal. Genau. Und zwar, wir müssen jetzt hier in dieser Teetasse diese Herzlosen einsammeln. Und wir müssen darauf schauen, dass wir nicht von diesen Herzlosen auf den Erdbeeren erwischt werden. Und auch am besten gegen nichts dagegen rammen. Und ja, gesagt, getan. Also fast, ne? Und man sollte versuchen, nur die größeren einzusammeln. Und dann einen möglichst großen Highscore zu erzielen. Hopp, eieiei, ist ja ganz schön aggressiv, der Kollege da vorne, eieiei. Weil entsprechend, wenn man viele von den größeren Herzlosen einsammelt, kriegt man mehr Punkte. Also denke ich zumindest. Nur wenn unser Turm eine gewisse Höhe erreicht hat, dann, müssen wir immer hier in der Mitte bleiben, weil wir sonst gegen die Wand fahren. Ah, oh mein Gott. Would you please stop? So,
Sondern man muss immer so eine gewisse... das braucht man später unbedingt, wenn man Ultima sammeln... Ultiva möchte. Muss man hier nämlich alle von diesen Minispielen machen. Und eine gewisse Punktzahl erreichen. Und ob man die gewisse Punktzahl erreicht hat, sieht man dann am Schluss. Je nachdem, was uns der jetzt hier schenkt. Ich glaube, das war schon gut. Aktionszeit plus. Und ja, genau. Man erkennt das daran, dass man das, dass man die entsprechende Höchstpunktzahl erreicht hat, wenn man drei Zutaten bekommt und eine Fähigkeit. Na gut, aber Attraktionszeit plus, oder? War es das? Ich denke schon. Ist eher sowas. Ja, genau, das ist was ich eigentlich nicht benutzen möchte. Hey, mein Giga ist weg. Aua! Wo ist der? Ach da. Der hat uns so heftig getackelt, dass er aus seiner Existenz rausgefadet ist. Oder sowas in der Art. Eieieiei. Packen wir mal den Konterschild aus. Friss das, du Penner. Oh, ich könnte mal probieren, ob ich hier... Ah, sehr gut, Leute. Sehr gut, Jungs. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur Waska reinballern. Na, oh, sehr schön. Dann gehen wir einfach mal hier in den Laden rein. Where'd he go? You sure you saw him? Yes! He just... Shh. Do you guys hear something? Hmm... What's that? Oh. Something feels wrong. Another toy's being controlled! Buzz, you sure? If it wanted to play nice, then it should have stayed away from my friends. Also ich muss schon sagen, die erinnern mich schon heftig an Bahamut. Aua. Natürlich haben wir jetzt auch unsere Magie ist natürlich fast leer. Ah, dann... Oh, unsere ganzen vorher gesammelten Formen hat uns... Oh Gott. Na dann, gucken wir uns mit der Wutform. Sagte er... Und das Finale mal rausballern. Dankeschön. Ich glaube, das war ein Heil-Item von Woody und der Bass. Auf der einen Seite nehmen sie uns hier unsere ganzen Formen. Und auf der anderen Seite bleibt aber die Magie auf demselben Stand. Das ist schon irgendwie ein bisschen mies. Macht der irgendeine Attacke? Nee. Warte mal, was bin ich? Warum benutze ich die Heldenwiege? Die möchte ich ja gar nicht benutzen. Lieber die Second Form. Ja, genau. Wow. Mein erster K.O. in Kingdom Hearts 2. What the fuck? Na gut, probieren wir gleich nochmal. Aber wäre jetzt ganz nett, wenn ich hier mal mit nicht angeknackster Magie rein starten könnte. Das wäre schon irgendwie nicht schlecht. Unangenehme Gegner. Ich muss sagen, ich finde...
Gut, Profi ist schon ein bisschen schwieriger als die, als der normale Schwierigkeitsgrad. Das unterschätze ich dann doch noch ein bisschen. Ja, ballern wir ihn erst gleich mal ein bisschen Ragnarok rein. Oh. Warum benutzt man die denn eigentlich nicht? Wow, das war's schon? Okay, das ist ganz schön lame. Ich nehme kein. Das ist ziemlich lame. Also so einfach mache ich es mir dann doch nicht. Auf. Aber dafür im Gegensatz baller ich jetzt einfach mal mit Magie drauf. Wow. ja. Nice moves, Rex. That was great. Great? Really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex. We couldn't look away. Hooray! Oh, that makes me so happy. Were you watching too? Did you see what I did? I was going for fearsome, listen, but I think Rex, I might have actually achieved something close to Earth terrifying. To Rex. Do you know where the others were taken? What do you mean? Did something bad happen? Back to square one. Oh, great. Huh? Sarge, have you got a status report? Sir, one of my men just located Ham, forward of our position, in babies and toddlers. The corporal was debriefing him, but something must have gone wrong. All radio contact has been lost. Anything more specific we can go on? Right before I lost contact, I heard music with some sort of sonic interference. Music? You think it could be the Heartless? What if it's another big monster? Let's find out. I agree. Actually, I think I'll head back and wait by the entrance. I'm sure those vents are going to be much too narrow for my big dinosaur tail. Really? I'm sure you'd fit. Rex is right. Besides, we need a lookout at the entrance. It's an important mission. Can you do it? Yes, sir! Alright, dann haben wir zumindest schon mal Rex gefunden und wir haben wieder einen Anhaltspunkt, wo die nächsten Spielzeuge sein könnten. Gut, dann schauen wir doch mal. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, hier gab es auch noch ein paar Lucky Emblems. In dem Laden hier. Aha. Aber wo genau, muss ich mal schauen. Da gibt es zumindest mal wieder ein paar Zutaten. Ah, hier gibt's. Oh, das muss ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Hier gibt es so eine schöne kleine. So einen kleinen Cameo-Auftritt, nenne ich es mal. Und zwar für. Hier, CDR Final Fantasy NT. Und dann haben wir die ganzen Summons, also hier haben wir Bahamut, da ist Odin und rechts da ist Ifrit. Und auf den Verpackungen sehen wir auch die anderen, da ist noch Ramu, da ist Leviathan. Haben wir da irgendwo auch Shiva? Taucht die da auch irgendwo auf, die gute? Ne, Alexander ist auf jeden Fall noch dort und dort oben ist. Interessant, Shiva wird nicht gezeigt. Vielleicht ist sie doch ein bisschen zu freizügig für das Spiel angezogen, das könnte natürlich sein. Oder ist Kingdom Hearts 3 eigentlich ab 12 oder ab 6? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich könnte mir ganz ehrlich vorstellen, dass, Shiva da nicht mit gezeigt wird, einfach aufgrund von Haut. Also irgendwo hier müsste noch ein Lucky Emblem sein. Wahrscheinlich, ich glaube eher da vorne. Fuck. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal Vita einsetzen, einfach mal auf die falsche Taste gedrückt, naja. Da oben zumindest ist dieser Lüftungsschacht, wo wir jetzt rein müssen. Den ganz viele Leute damals auch übersehen haben, ich habe auch dazu gehört. Also ich war mir sicher, dass es hier irgendwo ist.
Da ist es, da habe ich schon geschaut gehabt. Okay, wo war das? Weil hier ist definitiv eins, das weiß ich. Oh, das ist auch was hier von dem... Ich schau mal ganz kurz, ich hole mir mal ganz schnell den Giga. Check das mal. Ich finde es so schön, wie Woody rennt. Das sieht so unglaublich cool aus, auch in den Cutscenes, wenn er dann so richtig noch ein bisschen schneller rennt. Das hat eine ziemlich coole, Optik. So, da kann ich nichts kaputt... Oh, warte mal. Das können wir aber auch noch ganz schnell machen. Okay. Jawohl. Gegen wen habe ich eigentlich gespielt? Aber es gibt eine kleine Schatzkiste dafür. Das finde ich ziemlich cool. Schönes kleines Gimmick. So, einsteigen. Kann ich das? Nee. Kann ich nicht alles runterhauen. Ach doch. War das? Hier war kein... Nee. Wo war denn hier das Lucky Emblem? Ja, das. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Ich kann ja mal... Nee, da komme ich nicht hoch. Könnte das denn sein? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es hier drüben war. Und auf der... Jetzt wäre mal ein guter Moment, Donald Goofy, für so einen Hinweis in Richtung... This might be a good spot. Nee, Moment, das ist was anderes. Da oben auch nicht. Fucking hell. Na, dann gehen wir irgendwann anders hier nochmal her. Und suchen dann das letzte noch. Oder das, was heißt das letzte, war das Lucky Emblem hier noch. Oh, hallo. Ist ja mächtig, was los hier? Wow, einfach mal ein Combo und direkt die Second Form zusammengebracht. So, haben wir auch mal gleich ein bisschen Wassermagie, dass wir eventuell gleich Waska bekommen. Na, wo bist denn? Waska haben wir und auch Schallschock. Oh, ich hab gedacht, da wären noch welche. Dann eben nicht. So, schnell mal wechseln, dass wir vielleicht gleich noch Na, da ist wieder ein Lucky Emblem. Dass wir den Schallschock vielleicht noch nutzen können. So. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Zumindest haben wir hier mal eine Schatzkiste. Hallo? Oh, ja, stimmt, das. Schnell durch! Wir müssen mal mit der Doppelarmbrust und ballern dann die ganzen Teile mal nieder. Zumindest habe ich es versucht. So, dann packen wir noch schnell den Magiewerfer aus. Bye. Tja. Und wieder mal kann ich keinen Waska einsetzen, weil es gleich wieder weg ist. Boah, da können wir gleich den nächsten Kampf mit ordentlich vielen Finishern gleich starten. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Hallo? Obere Lüftungsschächte. Also diese ganze Luftschachtpassage, da kenne ich mich irgendwie überhaupt nicht aus, aber naja, sehen auch alles eigentlich gleich aus, die Gänge.
This is Babies and Toddlers. Where do you guys think we should start? Sarge, didn't you mention music? Affirmative, Goofy! All right. Why don't we look for things that make noise? Sure! That's completed for you! What do you mean, for me? Hey, where are you... Donald? I think they really are good guys. Hold well, still. You wouldn't have trusted them otherwise. No, don't. And I know that your trust is a hard-earned treasure. Well, for all our sakes, let's hope you're right, cowboy. I'm willing to give him a chance at least for a little while longer. Especially if it means getting Andy and our friends back. Agreed. Gorge, well, I'm kind of worried about our new friends. Wow, ich hatte einfach mal heftig den Schallschock verkacke. Naja. Ich muss aber sagen, hier zum Beispiel in so einer Cutscene sieht man wieder sehr schön, was für eine tolle Dynamik hier Soda, Donald und Goofy hier haben. So, ballern wir mal die Wutform hier raus. So, Donald, du kannst mich mal gern heilen. Dankeschön. Ich glaube, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich die Wutform unglaublich cool finde. So, weg mit euch. Vor allem auch, ich meine, schaut euch nur mal an, wie Soda hier in der Form läuft. Das finde ich, sieht so wahnsinnig cool aus. I heard you like Zora. Get ready for edgy Zora. Naja, ballern wir mal den Plasma-Noten raus. Ai. Ich kann ja trotzdem Schaden bekommen in dem Teil. So, und auf die Herzlosen hier müssen wir aufpassen, weil die nehmen andere Spielzeuge in Besitz, wie zum Beispiel jetzt diese Tierchen hier. Oder zum Beispiel auch in dem Bosskampf gerade eben diese Drachen. Ah ja, da steht direkt ein Gegner bei mir. So. Und die Doppelarmbrust hinterher. Müssen wir nur mal schauen. Ich denke, das können wir schon noch in dem Part eigentlich machen. Hier einen guten Ham finden. Und den Magiewerfer hinterher. Hinfort mit dir. So, davon haben wir noch mehr. Na, dann ballern wir einfach mal den Finisher drauf. Oh, das macht schon ordentlichen Schaden. Na, jetzt. So, ich würde noch ganz gerne... Lassen wir jetzt die anderen Gegner einfach mal Gegner sein und erstmal noch ein Lucky Emblem einsammeln. Das hier noch ist. Das ist auch eins von diesen etwas fieseren Lucky Emblems. Moment, da müssen wir einmal nach hier oben. Und jetzt hier. Genau. So. Ich muss aber sagen, ich werde wahrscheinlich in diesem Let's Play die Fotofunktion nicht für viel mehr nutzen, als hier die Lucky Emblems einzusammeln. Obwohl, will ich das jetzt noch machen?
Ich meine, wir sind jetzt trotzdem schon mal ganz schön weit den Part fortgeschritten. Naja, den hauen wir noch schnell kaputt. Ja, ich denke mal, das fangen wir lieber erst im nächsten Part an. Ich würde mal sagen, das wär's mit Kingdom Hearts 3 für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und ja, im nächsten Part, ja, da schauen wir uns doch das hier mal an, weil das schaut doch nach ein paar, ne, nach Geräuschen aus zumindest. Also, bis dann. Ciao.